und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, mir geht's endlich wieder besser. Ich habe meinen Geburtstag so einigermaßen überstanden. Ich bin gerade in einer extremen Backwahn. Ich habe diese Woche einen Biskuitbodenkuchen schon gemacht mit Buttercreme. Und jetzt mache ich meinem Vater noch so, Merinken heißen die hier in meiner Gegend. Ich weiß nicht, wie die Baisers könnte man es auch nennen. Und da mache ich dann am Ende eine Sahne drauf und dann darf er das dann so essen. Und ja, im Moment bin ich gerade dabei, hier das Ei auf Zimmertemperatur zu bringen, das Eiweiß mit dem Zucker, um dann schließlich dann später es besser aufschlagen zu können, weil es sich wohl kalt ganz schlecht nur schlagen lässt, habe ich mir mal sagen lassen. Und ja, da höre ich jetzt eben mal gerade drauf. Und ja, das ist gerade so bei mir los. Und ja, ich bin aber nicht nur da, um euch zu erzählen, was so bei mir los ist, sondern ich bin auch hier, um euch ein wenig das Thema, das mich gerade beschäftigt, näher zu bringen, nämlich das Thema Reden. Reden, Sprache oder besser gesagt der Verlust unserer Sprache. Und ja, da dachte ich, ich fange jetzt einfach mal an, euch was zu erzählen und wir sehen uns dann die ganze Zeit eigentlich, aber egal. Gut. Ja, also, mir ist in letzter Zeit oft aufgefallen, wenn ich unterwegs war, dass viele Leute wirklich kaum noch nicht richtig sprechen. Also im Sinne von, keiner achtet mehr wirklich auf die Grammatik in dem, was man sagt. Kaum einer achtet mehr auf die Aussprache. Und was mich ja wirklich total genervt hat, war, ich habe vor kurzem diese Doku angeschaut. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh, mit der Doku stimmt was nicht. Die ist zum Teil in Deutsch und dann kommt plötzlich mitten im Satz, fängt die Wissenschaftlerin an, Englisch zu reden für 2 oder 3 Sätze. Und da habe ich mir so gedacht, oh, mit der Doku stimmt was nicht. Dann habe ich es allerdings, durch Zufall, ist die dann immer nochmal in der ARD gelaufen. Und dann habe ich gesehen, das ist nicht wirklich so, dass da was nicht stimmt, sondern das ist wirklich so geplant. Und dann habe ich auf jeden Fall nochmal irgendwie ein paar Videos gesehen, wo ich dann gemerkt habe, so an so Kleinigkeiten, wie dass Leute plötzlich sowas sagen wie, ja, mir geht's gut und and I have a nice day, very nice day. Und dann einfach plötzlich anfangen weiterzureden. Und zwar wieder dann auf Deutsch. Und da habe ich gemerkt, also das finde ich ja total nervtötend, weil auch wenn wir jetzt wirklich nicht die einfachste Sprache der Welt haben, weil das heißt nicht umsonst, die deutsche Sprache ist eine der schwierigsten Sprachen, finde ich es doch auch so, dass wir eine der schönsten Sprachen haben. Wir haben für wirklich alles ein Wort irgendwie. Viele haben sowas wie im Englischen heißt ja Mehl und Blume, beides Flower. Und wir haben Mehl und Blume. Also wir haben viel mehr Worte und klar, es sind viel mehr auch zu merken, aber wir haben so eine schöne und wirklich alte Sprache. Ich meine, diese Sprache gibt es ja schon seit, ich weiß nicht wie viel, Jahrzehnten. Ich meine, und vor allem, die alten Dichter, die alten Philosophen, die es hier gab, Goethe, Schiller, ich glaube Strauss, verschlagt mich nicht, wenn ich mich jetzt irre, jetzt fällt mir gerade keiner mehr ein, es tut mir leid. Ich wollte sagen Mozart, aber der war ja Österreicher, also glaube ich nicht, dass der wirklich Deutsch gesprochen hat. Aber ja, auch die haben waren auch der deutschen Sprache mächtig und haben die auch genutzt. Und es gibt so viele wundervolle Worte und ich bin ja jemand, ich kann mich für ein Wort begeistern. Ich bin ja wirklich, wenn man mir ein schönes Wort sagt, kann ich mich da richtig drüber freuen. So war ich zum Beispiel, als meine Mutter mir das erste Mal gesagt hat, Butterblumen. Da war ich total glücklich, weil ich dieses Wort so schön fand. Butterblumen. Was ich mir allerdings vorgestellt habe, war so ein Butterplopsen mit einem Blumenstängel. Also, ja. Aber es ist einfach so ein schönes Wort, finde ich, kann auch wirklich begeistern und kann einen beeindrucken und kann einem auch, ja, sprachlos machen. Und ich finde es einfach so schade, dass wir heutzutage nicht mehr nur unsere
Kultur teilweise nicht mehr richtig leben, dass wir nicht mehr wirklich so richtig unsere Kultur ausleben, sondern dass wir auch noch das, unsere Welt, unseren Teil unserer Sprache, unserer Kultur ist, nämlich die Sprache, auch noch anfangen zu verdrängen und klein zu machen. Dass wir sowas machen wie, dass wir in Foren oder in irgendwelchen Internet oder in Chats, also ich bin ja auch jemand, ich chatte sehr gern. Und auch wenn es dann Stunden länger dauert, ich schreibe die Worte aus. Das Einzige, wo ich zugeben muss, habe ich eine Schwäche, ist HDL. Weil das geht einfach schneller und im Prinzip sagt es alles. Aber ich bin jemand, ich möchte einfach nicht nur irgendwie sowas sagen wie geh Bus. Ich sag eben, ich gehe zum Bus. Es dauert länger, ist aber einfach grammatisch korrekter. Und somit finde ich auch, dass man die Sprache dann mehr lebt. Und ich möchte einfach nicht irgendwann in 10, 20 Jahren, dass meine Kinder oder meine Enkelkinder anfangen, Englisch als ihre Muttersprache zu sprechen, weil wir unsere Sprache, nämlich die deutsche Sprache, einfach nicht mehr sprechen, sondern und auch nicht mehr schreiben, sondern immer für alles bloß Abkürzungen haben. Und der größte Witz finde ich ja an diesen ganzen Abkürzungen, die sind meistens nicht nur Abkürzungen, nein, es ist auch wirklich so teilweise, dass diese Abkürzungen nur noch auf Englisch sind. Also ich frage mich, sind wir hier in England, sind wir in Amerika oder sind wir in Deutschland? Wir sollten wenigstens unsere Sprache beherrschen, weil ich höre an so vielen Stellen, dass die Leute sagen, die Flüchtlinge müssen sich integrieren und unsere Sprache lernen. Und dann andererseits sehe ich dann wieder, wie Leute, die schon, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Generationen hier in Deutschland sind, solche Sätze sagen wie: Yo, ich war voll fett bei meiner Mutter und hab da gechillt. Oder solche Sachen. Und ja, Jugendsprache ist wichtig. Jugendsprache ist auch was Schönes. Aber wenn man dann aus der Pubertät rausgewachsen ist, sollte man die Sprache auch ablegen und endlich wieder anfangen, normal zu reden. Man ist klar, dass jede Generation ihre Jugendsprache hat, dass jedem seine Sprache, diese Jugendsprache ist auch was Wichtiges, weil es einfach zeigt, dass wir uns von unseren Eltern teils abgrenzen und einfach unsere eigene Gruppen, unsere eigene Dynamik entwickeln. Aber ich bin eben auch jemand, der der Ansicht ist, man muss sich ja nicht sein ganzes Leben lang von seinen Eltern abgrenzen oder von den anderen. Man kann ja auch irgendwann wirklich wieder anfangen, die deutsche Sprache zu sprechen. Weil wenn wir sie jetzt nicht anfangen zu sprechen, also unsere Generation, dann wird es die nächste Generation noch weniger tun und die übernächste dann noch weniger und spätestens unsere Urenkel werden sie dann gar nicht mehr sprechen. Und das wäre dann wirklich, eigentlich wirklich ein Drama in meinen Augen. Ja, das wollte ich einfach an dieser Stelle mal erzählen und mal einfach so hören, wie seht ihr das? Seid ihr so die totalen Abkürzungsmenschen, die diese Kürzel nutzen, oder seid ihr eher so diese, mir ist wichtig, das auszusprechen komplett? Ist euch wichtig, dass man eure Herkunft am Dialekt hört? Weil das finde ich auch was Schönes. Man kann ja so viele Dialekte auch sprechen. Und die Abkürzungen, die sind ja eigentlich wirklich dann dialektfrei. Ich meine, es gibt so viel. Es gibt Sächsisch, es gibt Schwäbisch, es gibt Bayerisch, es gibt, ja, es gibt Kölsch, das gibt's auch. Kann man, darf man. Oder Kölnisch, oder ach, ich weiß nicht mal, wie die heißt, aber ich werde mich informieren. Und es gibt so viele Dialekte, und wenn wir unsere Sprache nicht richtig aussprechen, gehen auch diese ganzen Dialekte verloren. Und das ist ja dann auch irgendwie traurig. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal wissen. Wie seht ihr das? Was denkt ihr dazu? Ich habe ja meine Meinung jetzt offen kundgetan. Ich habe gesagt, dass mir wichtig ist, die Sprache irgendwie am Leben zu erhalten und sie zu sprechen. Aber ja, mich würde einfach interessieren, wie es auch andere sehen. Findet ihr es dann praktischer, die Sprache abzukürzen, oder findet ihr es einfach, man kann ja auch sein, doof, dass man alles immer aussprechen muss und man nicht einfach irgendwas abkürzen darf? Ja, erzählt mir das. Würde mich einfach mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, oder ihr könnt es mir auch gerne über Twitter oder Facebook schreiben oder eben an meine E-Mail an liebel.riedmeier@outlook.com. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald und tschüss.